Naja, weltweit werden die Menschen älter und bleiben länger fit. Und deswegen ist der Megatrend der sogenannten Silver Society ganz stark im Kommen. Stellt natürlich Unternehmen vor große Herausforderungen, bietet aber mindestens genauso viele Chancen. Naja, zum Beispiel während Corona hat man ganz deutlich gesehen, dass die Wertschätzung der älteren Bevölkerungsteile deutlich gestiegen ist. Die wurden als Risikogruppen ein wichtiger Teil der schützenswerten Gesellschaft. Und im Zuge des vielbesungenen soziodemografischen Wandels wird die Rolle der Silverwerke immer relevanter, denn es geht um Erfahrungswissen, es geht um Wissenstransformation und es geht auch durchaus um gewisse Sozialkompetenzen, die sich natürlich erst wirklich über langjährige Erfahrung einstellen, ja, die man einfach nicht so auf dem Radar hat als jüngerer Mensch. Ich will nicht in Abrede stellen, dass junge Leute auch Kompetenzen haben und sehr kompetent sind. Aber es geht halt nun mal nichts über Erfahrung. Ja. Jeder muss Fehler machen und lernt dadurch am meisten. Erfahrung ist eben immer noch der beste Lehrmeister. Naja, ich habe 4 Zukunftsthesen zum Thema Silver Society. Erstens mal, den Alten oder die Alten geht's nicht mehr. Alter wird entgrenzt, ja. Es ist nicht mehr abhängig von irgendeiner Zahl, die irgendwo in einem Dokument steht, sondern vom Individuum, ja. Ich nehme meine eigenen alten Eltern, ja, man darf da ruhig alt sagen, die sind beide 89. Mein Vater, mittlerweile komplett altersdement, Pflegestufe 4 im Pflegeheim. Meine Mutter, gleiches Alter, absolut fit, lässt sich tätowieren, macht eine Hardrock-Kreuzfahrt mit und geht 3-mal die Woche zu ihrem Stammtisch. Ältere denken und handeln mitunter jugendlicher als Jüngere. Und viele wollen mit 60, 65, 68 gar nicht aufhören zu arbeiten, weil mal ehrlich, was sollen die den ganzen Tag tun? 60 heute ist was anderes als 60 zur Ära unserer Großeltern. Ja, so viel Golf kannst du gar nicht spielen, damit es dir nicht langweilig wird. Und gerade wenn das Häuschen abbezahlt ist und die Kinder aus dem Haus sind und man nicht mehr arbeiten muss, sondern arbeiten möchte, wird's ja erst interessant. Man geht lockerer an die Sachen ran. Man ist viel mehr bereit, auch Wissen zu geben, weil man selbst nicht mehr alles für sich behält um der eigenen Karriere willen. Das hat ganz tolle Auswirkungen auf die Gesellschaften, auf die Zusammenarbeit. Ja, das hat natürlich sehr interessante Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Ja, Werbetreibende müssen sich in ihrer Ansprache und im Marketing anders einstellen, weil es immer mehr ältere, kaufkräftige Konsumenten gibt. Die Hersteller von Produkten und Dienstleistungen müssen sich auf anderen Bedarf einstellen. Tendenziell ist bei älteren Semestern zu beobachten, die definieren sich nicht mehr über irgendwelche Luxusmarken oder über den Besitz von Gütern. Die brauchen immer weniger, wollen aber dafür immer höhere Qualität. Und zwar Qualität nicht in Form von Prestige und Symbolen, sondern von Haltbarkeit, von Fairtrade und von Praktikalität. Die zweite These ist, dass die Lebensqualität zum höheren Ziel wird. Nicht mehr der Kommerz, nicht mehr das reine Besitzen, sondern Lebensqualität. Und oft ist da weniger mehr. Das heißt, Firmen haben es mit einer Kundschaft zu tun, die mehr selbstreflektiert ist, die mehr achtsam ist, die sich bewusster verhält in ihrem Konsum und in ihrem Lifestyle. Und die natürlich dann solche Angebote
und Lieferanten und Hersteller schätzt, die das verstehen und auf der gleichen ethischen Wellenlänge schwimmen. Die dritte These ist, dass Diversität auch altersgemischte Teams erfordert. Es wurde viel zu lange, viel zu viel bei Diversität drüber gesprochen, über Geschlechter und über Herkunft und über Bildungs-Background und noch viel zu wenig über Alter. So, und meine letzte These ist, Pro-Aging und Post-Wachstum gehen Hand in Hand. Was meine ich damit? Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Enoughness. Das bedeutet, man konsumiert wesentlich bewusster. Man stellt sich die Frage, muss ich das haben? Macht mich der Besitz, der Kauf, der Konsum eines Produktes oder einer Leistung als Mensch besser? Macht er mich klüger? Oder finde ich nur, dass er mich irgendwie cooler, attraktiver oder sonst was macht? Der neue Konsument, der neue alte Konsument, wird hier bewusster, er denkt mehr nach, er lässt sich nicht so schnell mehr durch irgendwelche Influencer oder tolle Marketingkampagnen zum Kauf verleiten. Das heißt, die ganze Werbung und das Marketing werden sich vielleicht wieder auf das besinnen, was die Werbung und die Marketing am Anfang in den 60er Jahren gemacht hat, nämlich hauptsächlich eine Produktaufklärung, Produktinformation, Produktvergleich und weniger psychologische Verlockungen, einen Dinge zu verkaufen, die man vielleicht gar nicht braucht und gar nicht haben will, denn das wird bei den Alten nicht mehr funktionieren. Die sind weitgehend gegen solche Einflüsse immun, aufgrund ihrer Lebenserfahrungen, aufgrund dessen, dass sie die meisten dieser Dinge schon besessen haben und auch festgestellt haben, dass sie eben durch den Besitz von teuren Marktklamotten weder begehrenswerter noch schöner noch intelligenter werden. Es ihnen aber durchaus mehr wert ist, wenn sie in Dinge investieren, die ihnen das Leben leichter machen, die sie entlasten, die ihnen mehr Lebensqualität verschaffen. Der neue Alte investiert lieber in Erlebnisse als in Dinge. Ich bin Uwe Rembohr, Silver Interim Manager, spezialisiert auf Restrukturierung und Vertriebsthemen, und Sie bleiben bitte so richtig gut.